Pressekonferenz hernehmen, einfach aufrucken, keiner beißt. Und ja, ich darf sagen, wir starten. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Spieltag, dem Derby EV Landshut gegen den EV Regensburg. Der Endstand 1:3 vor 3.093 Besuchern im Eisstadion am Gutenbergweg. Und bei mir sind wie immer die beiden Trainer. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch an Beppi Heiß von den Eisbären Regensburg und Axel Kammerer vom EV Landshut. Wie immer gebührt dem Gästecoach das erste Wort. Beppi, deine Einschätzung zur Partie heute und ja, wie siehst du den Sieg heute? Ja klar, wir freuen uns über den Sieg. Ich fand, das war eine Top-Partie. Also es war intensiv, laufintensiv, körperlich intensiv. Es waren ein Haufen Zuschauer da, es war Stimmung da. Ich denke mal, das war ein gutes Eishockey-Spiel für jeden, für den Fan, für uns als Trainer. Klar, Landshut ist ein bisschen traurig, weil sie verloren haben. Wir sind froh. Es ist so, einer gewinnt im Sport. Diesmal waren es wir. Es werden noch viele Spiele heuer kommen. Wir sind in einer Gruppe und es geht hin und her. Und wir freuen uns halt nur für 12 Stunden. Morgen werden wir regenerieren. Sonntag geht es weiter. Und ja, auf die Leistung wollen wir aufbauen und wollen eben weiter so arbeiten und kämpfen und unsere Punkte noch holen. Vielen Dank. Ja, Axel, was sagst du zur Partie heute? Bittere Niederlage für uns? Oder wie ist dein Fazit? Und wie baust du jetzt die Mannschaft für Sonntag auf? Ja, guten Abend. Also, ich denke auch, dass es eine großartige Kulisse war, großartige Stimmung in dem Spiel. Es war sehr, wie der Beppi auch schon gesagt hat, ein sehr hart umkämpftes Spiel von beiden Mannschaften. Ich gratuliere Ihnen zum Sieg, letztendlich auch zum verdienten Sieg, weil wir nicht in der Lage waren, letztendlich auch die Tore zu schießen. Wir hatten meiner Meinung nach im zweiten Drittel die Chance, das Spiel nach einem nervösen ersten Beginn, da haben wir Glück gehabt, dass wir bei der 3-5-Situation, da müssen wir uns beim Engelbrecht bedanken, der uns da eigentlich im Spiel gehalten oder zumindest beim 0-0 gehalten. Und dann im zweiten Drittel, da haben wir eigentlich gut gespielt. Und da hatten wir die Chancen, da hat aber die Schussqualität gefällt, der Holmgren hat gut gehalten. Aber da hätten wir einfach eine Führung oder eine klarere Führung schaffen müssen und das haben wir da verpasst. Da waren wir selber schuld, auch die Schussqualität war nicht gut genug. Und dann, dann schießen wir zwar die Führung, dann kriegen wir gleich im nächsten Powerplay, sieht man die Klasse von Gajowski und auch von Bosas, sehr guter Spieler, muss man sagen. Die haben das genutzt, Ausgleich. Und dann im letzten Drittel, ja, es war ein Doppelschlag, der letztendlich dann das Spiel für sie entschieden hat. Weil die haben die Tore gemacht, haben auch clever agiert. Meine Mannschaft hat schon gekämpft und auch alles gegeben, aber es war halt nicht gut genug. Das hilft ja nichts. Also, das ist relativ einfach zu erklären. Wir waren nicht gut genug, obwohl der Wille da war, aber irgendwo waren wir auch nicht so befreit und auch nicht so. Es war nicht so flüssig, wie wir gespielt haben. Und trotzdem hat man genügend Chancen und wir haben es nicht nutzen können. Ja? Ich kann mich da eigentlich nur wiederholen und natürlich ist es ärgerlich, ganz klar, aber man darf auch nicht vergessen, wir haben ja selber die Mannschaft verloren. Gut, vielen Dank für dein Statement. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Was ist mit Leon Aufspreiter? Der hat sich am Bein verletzt. Ich weiß jetzt auch nicht genau die Diagnose. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Dann darf ich nur kurz die Zwischenstände aus den anderen Partien bekannt geben. Der TV Miesbach ist 1:4 im Rückstand gegen den EC Peiting. Der ERC Sonthofen mit 3:1 in Führung gegen den EV Lindau. Die Blue Devils Weiden sind mit 2:6 im Rückstand gegen den Deckendorfer SC. Die Memmingen Indians mit 1:4 im Rückstand, ebenfalls alles im letzten Drittel. Und der ERC Waldkreiburg hat mit 0:6 gegen die Star Bulls Rosenheim verloren. Unserer Mannschaft am Sonntag ganz viel Erfolg und Glück, dass die Scheiben diesmal ein bisschen öfter reif wird. Und dann sehen wir uns wieder am Sonntag in einer Woche zum Heimspiel gegen den TV Miesbach. Spielbeginn ist bei uns um 18 Uhr am 8. Oktober. Und am Sonntag, wer nach Rosenheim fährt, um 17 Uhr geht schon los. Karten vorab auf jeden Fall kaufen. Euch eine gute Heimfahrt, bis ihr den weiter und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für euren Besuch. Thank you.